geht's los. Ja? Unsere Lowest-Budget-Produktion mit Starbesetzung. Es gibt überhaupt kein Geld, aber wir greifen uns hier die bekanntesten Miminnen und Mimen raus. Die sollen hier mal, hier, guck mal, vom Goethe Faust, ja, der Tragödie erster Teil aus dem Jahr 1808, das mal zum Vortrage bringen. Hier den Vers 1338, wo der Onkel Mephisto im Studierzimmer dem Faust hier mal so eine Ansage macht. Ne? Hier ausgedruckt und los geht's. In die Kamera? Vorlesen oder direkt? Wie vorlesen? Du musst in der Rolle sein, du musst es spüren, du musst verdammt nochmal dieser Mephisto sein. Okay. Nein, tut mir leid. Ich mach das gerne, aber ich finde, Faust ist zu groß, dass man den schon mal irgendwo weghaut. Ihr habt aber auch wirklich Einfälle. Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles... Alter, du musst schon drin sein in der Rolle, nicht nur so runterlesen. Ich bin der Geist, der stets verneint. Was ist denn los? Du wirst gleich gefeuert. Ja, dann geh doch. Och Mann, jetzt hab ich mich verlesen. Drum besser wär's. Ach, ist aber eigentlich schön. Ey, wollen wir es mal richtig machen? Mal rausfinden, was er eigentlich hier sagen will? Also, ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Das ist leider sehr wahr. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ihr Bitches. Kann ich nicht unterschreiben, Kinder. Ja, also, geht doch. Hä? Wird ein Blockbuster. Merkst du was immer gleich. Da muss ich nie mehr arbeiten. Und deswegen war es das jetzt auch mit der Szene München für heute. Danke, servus aus. Vielen Dank. Ach, ist ja gut jetzt. Essen gibt es jetzt hier, ne?